Ja, hallo und herzlich willkommen hier aus dem Hofhaus Osterbrücken, mitten aus der Stadt. Wir begrüßen euch zu Hause. Wir haben die Ehrung der Freiwilligen dieses Jahr. Und ihr seht das ja schon in einem ganz anderen Format. Ich weiß von dem ganzen Team, das hinter den Kulissen gearbeitet hat, dass am Anfang diese Ehrungsveranstaltung wie jedes Jahr eigentlich in einem anderen Format stattfinden sollte. Und wir streamen das. Wir streamen das von uns hier im Hofhaus mitten in der Innenstadt zu euch nach Hause. Und die erste Frage ist natürlich, wer schaut uns zu? Wir haben jetzt hier eine kleine Runde. Ich bin also nicht alleine. Wir haben fast das ganze Kompetenzzentrum, das ganze Kompetenzteam hier hinter den Kameras, die auch da sind, die nachher auch ein bisschen Stimmung geben. Es wird auch ein Vortrag stattfinden. Wir haben noch eine Performance. Es wird also ein spannendes Programm. Es gibt natürlich Grußworte und ich schalte mal, und in dem Fall zeige ich euch auch mal ein bisschen, wie es hier aussieht. Ich schalte mal in unsere Sitzecke. Seid ihr alle da? Ich glaube ja. Ne? Geht es euch gut? Ich stelle euch mal kurz vor. Da ist einmal die Emma Hein, FSJ-Teilnehmerin der Gruppe Politik, Einsatzstelle in dem Fall der Staatskanzlei. Bei der Emma ist es ganz spannend. Die wird uns nachher auch einen kleinen Vortrag geben und uns zeigen. Ich darf den Merlin Schmitz begrüßen. Hallo Herr, herzlich willkommen. Der wird nachher eine kleine Vorführung machen, eine Tanzvorführung. Da bin ich ganz gespannt. Wir haben den Max Heinz da, FSJ-Teilnehmer der Gruppe aus Homburg, Einsatzstelle im Haus Falzblick in Pirmasens. Herzlich willkommen in der Runde. Und wir haben Cornel Koch, FSJ-Teilnehmerin der Gruppe Saarbrücken, Einsatzstelle der Waldschule in Saarwellingen. Wir senden ja jetzt live hier aus dem Hofhaus und wir wollen wissen, wie ihr zu Hause euch das bequem gemacht habt. Wo seid ihr? Das heißt, auf eurem Bildschirm seht ihr jetzt die Frage. Das seht ihr und wir wollen wissen, wo schaltet ihr uns jetzt ein? Seid ihr schon im Urlaub? Seid ihr zu Hause? Das heißt, wir bräuchten von euch ein Wort. Wir versuchen das in so einer Cloud dann hier darzustellen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ja, in dem Heimatort, wo ihr seid, ne, schreibt ihr einfach aus Saarbrücken, aus Homburg, aus Pirmasens. Wir senden ja praktisch überall dahin, wo ihr uns jetzt seht. Vielleicht sind auch manche schon dann entsprechend im Urlaub und wir kriegen vielleicht die Meldung, es ist jemand in New York oder in Italien oder wo auch immer. So, das Problem beim Streaming ist immer, wir brauchen ein bisschen Zeit. Wir hoffen, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich habe noch was Besonderes ausgedacht. Ich würde gerne euch alle ehren und Danke sagen, indem ich das vielleicht ein bisschen anders mache, als man das vielleicht normalerweise kennt. So, ich habe mir was ausgedacht. Für euch ja in der Runde, ihr seid ja jetzt sozusagen auch mein Publikum. Ich brauche jetzt ein bisschen Zeit, aber ich kann euch vielleicht ein bisschen an der Gelegenheit erzählen, wo wir uns jetzt befinden. Ich habe ja eben gesagt, wir befinden uns mitten in der Innenstadt in Saarbrücken. Hier auf der linken Seite, wo wir jetzt entlang, da ist die Mainzer Straße. Ich glaube, das ist auch für euch ein ganz interessanter Hotspot. Ich glaube, da gehen ganz viele junge Leute auch aus mittlerweile. Das hat sich ja über die letzten Jahre schön entwickelt. Ich wohne hier direkt um die Ecke. Das ist also jetzt heute eine Performance. Wir streamen hier aus einem Studio. Das Hofhaus kann man ja auch mieten für Veranstaltungen jeder Art. Und wir haben das jetzt umgebaut zu unserem kleinen Studio hier der Parität. Und ja, ich bin hier geboren, ein bisschen weiter im evangelischen Krankenhaus. Manche sagen, oh, der arme Mensch, der kam ja nie hier raus, weil ich bin hier geboren. Dann haben wir eben festgestellt, ich bin hier sogar auf der Schule gewesen, auf dem Otto-Hahn-Gymnasium gleich um die Ecke. Die Emma hat dann eben auch gleich erzählt, sie war da auch da. Und wir haben sogar eine Lehrerin gefunden, die wir noch gemeinsam dann entsprechend kannten. Und ich wohne direkt hier um die Ecke. Also für mich war das jetzt sozusagen ein Heimspiel. Bin also ganz froh, heute hier dabei zu sein. Ich versuche, dem Ganzen einen Rahmen zu geben, die Veranstaltung zu moderieren, für euch nach Hause das möglichst unterhaltsam zu präsentieren. Jetzt brauche ich noch zwei Schnitte und dann habe ich es, glaube ich, geschafft. Ihr wisst ja noch gar nicht, was kommt, ne? Im Studio. Wir hatten eben so einen kleinen Durchlauf, aber ihr dachtet, was macht er denn da jetzt? Und ich glaube, jetzt ist es auch soweit. Wir sagen Dankeschön, ihr alle, die ihr jetzt hier im Studio seid, aber auch ihr zu Hause, die ihr diesen Freiwilligendienst oder das Freiwillige Soziale Jahr, den Bundesfreiwilligendienst gemacht habt. Und ich glaube, damit kann ich das eigentlich ganz schön eröffnen, heute Nachmittag hier vor euch zu Hause. So, wir sagen Dankeschön. Und ich weiß jetzt nicht, wir haben ja dann auch so ein Publikum, der Paritätische. So, ein Herzchen habe ich auch noch reingeschnitten. Und ja, da steht der Paritätische, wir sagen Danke. Und wenn ihr klatschen wollt, dürft ihr klatschen da hinten in der Runde. Also, wir haben das Ergebnis, das ist prima. Das war ja das ganze Ziel, dass wir euch ein bisschen interaktiv. Oh, wer hätte das gedacht? Also zu Hause, da sind die meisten. Jetzt gucke ich mal so ein bisschen.
Das Kompetenzteam dahinter, also die Melanie und die Tamara, haben schon angekündigt, die haben gesagt, es kann sein, wenn wir unsere Jugendlichen, unsere jungen Erwachsenen, Damen und Herren, dann bitten, irgendwas dazu zu sagen, da kann es sein, dass die eine oder andere lustige Bemerkung kommt oder ein Wort. Also ich sehe zum Beispiel, da hat auch jemand Wurst geschrieben, aber ich weiß es nicht, das ist das Einzige. Wir haben also Quirschi zu Hause, Saarbrücken, viele zu Hause, Illingen, vom Dachzimmer zum Beispiel, Tal Eichschwader Fröschen, das ist in der Pfalz, da ist jemand gerade beim Essen. Wir wollen natürlich jetzt nicht beim Essen stören bei euch zu Hause. Ich denke, wir kriegen nachher auch was zu essen und wir kriegen auch was zu trinken. Ja, jemand ist am Schreibtisch. Also, uns war es wichtig, dass wir mit euch ins Gespräch kommen. Vielleicht noch eine Frage an die Runde. Das habe ich eben schon mal so angedeutet. Das würde mich persönlich interessieren. Für mich ist das jetzt was Besonderes, dass ich selber streame, dass ich diese Veranstaltung nicht live mache mit Publikum. Wir haben natürlich hier Publikum. Ihr seid ja mein Publikum hier in der Runde. Aber habt ihr denn, Frage an die Runde, jetzt in dieser Corona-Pandemie neue Formate kennengelernt? War das so, dass ihr vorher nie gestreamt habt, habt ihr jetzt Streaming-Formate angeguckt? Hat da irgendjemand eine Antwort? Ich habe ja eben schon mal gesagt, war das vorher schon üblich, unter jungen Menschen zu skypen? Oder habt ihr jetzt durch diese neue Normalität, die wir jetzt gefunden haben, auch neue Formate entdeckt? Frage an die Runde. Kann jemand mir dazu was sagen von euch? Also ich habe auch Training zu Hause, also ich bin im Tanzverein und da haben wir jetzt auch über Skype die ganze Zeit Training gemacht und natürlich halt auch die Seminare, die wir gemacht haben vom Freiwilligendienst, die waren über Zoom und ja, also vorher habe ich tatsächlich nicht so viel damit zu tun gehabt und bin jetzt erst durch die ganze Corona-Krise in die Sache reingeschlittert. Ja, also mir ging es genauso. Ich bin zum Beispiel jetzt ein Projekt am Vorbereiten über Alexander von Humboldt und dann habe ich zufällig gesehen, dass die Volkshochschule in Nürtingen einen Vortrag darüber anbietet. Es wäre ja völlig unmöglich gewesen, früher von hier nach Nürtingen zu fahren und von dort praktisch den Kurs da zu besuchen, aber das war für mich total spannend. Man hat reingeschaltet. Vielleicht noch eine andere Sache. Ich habe eben gerade erzählt, meine Stammkneipe hat zum ersten Mal Facebook Live gemacht und die Besitzerin hatte Geburtstagsfeier. Dann dachte ich, was soll denn der Käse? Aber es war total spannend. Wir waren dann plötzlich zusammen, wir haben zusammen ein Bier getrunken und auch dieses Soziale. Habt ihr euch mit euren Freunden auch schon mal verabredet bei Zoom oder bei irgendeinem Format? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich habe es einfach jetzt mehr genutzt, weil ich vorher immer jemand war, der lieber telefoniert hat, aber einfach weil es ja nicht anders möglich war, auf eine Zeit lang auf jeden Fall, die Leute wirklich zu sehen. Also auch wirklich verabredet dann. Also du hast ja mir eben schon gesagt, wir waren ja vorher schon ein bisschen im Gespräch, dass du ja dein freiwilliges soziales Jahr in der Staatskanzlei gemacht hast. Da haben wir ein bisschen drüber geredet, dass auch für die Politik das ein neues Format war. Das heißt, die ganzen Konferenzen konnten nicht mehr live stattfinden, sondern man hat in Konferenzen hin und her. Hat man das gemerkt, dass es schwierig ist, weil man den anderen gegenüber nicht live vor Ort hat? Oder haben sich die Politiker und Politikerinnen da relativ schnell dran gewöhnt? Also selbst dabei war ich nie. Ich weiß, dass die Kabinettssitzungen auf jeden Fall über Video laufen, teilweise immer noch und dass viel auf Telefonkonferenzen auch ausgewichen wird. Aber dass da halt schwierig ist, abzuschätzen, wer sagt jetzt was und dass dann einfach viele durcheinander reden. Aber das wurde alles ziemlich schnell installiert. Also wir lernen die Runde gleich noch ein bisschen näher kennen und das ist genau das Problem. Wir haben das Experiment ja jetzt auch vor, dass wir diese Ehrungsveranstaltung für euch zu Hause machen. Wir sagen Dankeschön von euch. Es ist das große Problem bei Zoom-Konferenzen in der Tat, dass die Anzahl beschränkt ist, aber wir machen das im Prinzip fast gleich nachher im Laufe des Nachmittags analog. Ich komme gleich zu euch nachher in die Runde. Wir haben eine Vorführung, wir haben verschiedene Vorträge, die wir uns hier überlegt haben und ich glaube, es wird ein spannender Nachmittag. Erstmal vielen Dank. Und jetzt, wir sind natürlich auch ganz stolz, dass die erste Vorsitzende uns ein Grußwort für euch zu Hause gegeben hat. Wir sagen also herzlich willkommen, Gabi Schäfer, die erste Vorsitzende des Paritätischen Landesverbandes Saarland-Rheinland-Pfalz. Ja, liebe Freiwillige im FSJ, liebe Freiwillige im BFD, liebe Frau Müller, liebe Frau Gassner, liebe Mitarbeiterinnen, heute wäre eigentlich der Tag gewesen, an dem wir ein schönes Dankeschön-Fest zusammen gefeiert hätten. Vor allen Dingen, weil wir ja allen Freiwilligen auch Dankeschön sagen wollten und sie damit ehren wollten. Aber ein kleiner Virus hat uns jetzt einen Strich durch unsere schöne Planung gemacht und wir können dieses Fest nicht feiern. Aber ich will mich heute bei Ihnen bedanken. Ich will mich bedanken bei Ihnen für dieses Engagement, was Sie gebracht haben, auch für den Mut, den Sie mitgebracht haben, dass Sie sich auf ganz neue Dinge eingelassen haben, die Sie vorher ja nicht gekannt haben.
Viele von Ihnen arbeiten mit Jugendlichen zusammen, mit Jugendlichen, die große Probleme haben, die in schwierigen Verhältnissen leben. Andere arbeiten mit Menschen mit Behinderung zusammen und wieder andere arbeiten mit Flüchtlingen oder auch mit Senioren, die vielleicht auch einsam sind in ihrer Wohnsituation. All das haben Sie sich gewagt. Und dafür sage ich Ihnen herzlichen Dank und dafür sind Sie auch für uns Helden. Helden, weil Sie ja ganz unterschiedliche Voraussetzungen mit sich bringen. Einige sind ganz jung, beim FSJ kann man 16 sein und beim BFD sind im Alter keine Grenzen gesetzt. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und an die Leitung des Kompetenzzentrums Freiwilligendienste. Ganz unterschiedliche Erwartungen. Die einen sind vielleicht sogar mehr als eine Generation älter als die anderen. Aber das haben Sie alle toll gemeistert. Und deshalb wirklich großen Respekt an Sie alle und vielen Dank für Ihr großartiges Engagement. Und nicht nur wir sagen Ihnen Dankeschön, wir erleben ja auch immer, dass auch die Ministerien sagen herzlichen Dank. Denn in den großen sozialen Organisationen wird es nicht gehen ohne die vielen freiwilligen Helfer. Dankeschön, alles Gute für Ihre persönliche Zukunft, viel Erfolg und viel Gesundheit. Ja, vielen Dank, Gabi Schäfer, vielen Dank für das Grußwort. Und sie hat das schon gesagt, wir haben alle sehr, sehr viel gearbeitet, weil diese ganze Ehrungsveranstaltung ist auch vorbereitet worden. Wir wollten das natürlich analog machen, wie jedes Jahr. Dann hat die Gabi das so schön gesagt, es kam ein kleiner Virus, aber der hat ziemlich alles durcheinander geschmissen. Wir haben natürlich auch eine neue Situation jetzt hier. Das ganze Hofhaus ist eigentlich auch eine Live-Location. Ich habe es ja eben schon beschrieben, wir sind genau in der Stadt, mitten in der Stadt. Hier ist die Mainzer Straße, Großherzog-Friedrich-Straße. Ab und zu hört man auch vielleicht ein Auto vorbeifahren. Das ist so das Herz von Saarbrücken. Wir haben einmal die Nähe zur Altstadt. Wir haben direkt gegenüber, also wenn ich zu meinem Kameramann hier schaue, direkt hinter dir, da ist das Zapata, wo man wunderschön auch draußen essen kann. Viele Restaurants hier in der Umgebung. Aber das ist eine neue Situation für uns. Wir freuen uns aber, das Ganze von hier dann zu euch nach Hause zu bringen. Wir wollen Dankeschön sagen und wir wollen den Nachmittag auch nutzen, euch vielleicht vorzustellen. Wir haben jetzt ein interessantes Projekt. Wir freuen uns, dann mal ins Detail zu gehen, weil vielleicht noch eine kleine Episode. Ich kenne die FSJlerinnen und FSJler hier von meinem Artwalk. Das ist mein Hobby. Ich mache so eine virtuelle, eine interaktive Führung durch die Stadt über Graffitis. Und eine Gruppe, die immer jedes Mal dabei ist, und das ist ja jetzt auch wirklich ganz ehrlich gesagt, ich freue mich dann immer, wenn eine FSJler-Gruppe dabei ist, weil die immer sehr interessiert sind. Ich habe andere Schülergruppen, wo ich dann immer denke, warum haben die sich überhaupt angemeldet? Aber immer, wenn eure Gruppe dabei war, dann war da Rückfrage, es war Interaktion da. Also, wir lernen kennen Michelle Dick, die wird uns jetzt zu ihrem Projekt entführen. Sie hat bei der Gründermesse zur Vorbereitung als Projekt gearbeitet. Wir machen also nochmal einen Rückblick in das Jahr. Wir sagen Dankeschön mit dem Projekt von Michelle Dick. Ich erzähle euch heute von meinem Projekt, was ich in meinem FSJ begleitet habe. Mein Projekt war die Messe Gründen 2019, die Messe für Selbstständigkeit im Saarland. Kurz zum Inhalt, ich werde erst kurz ein paar Sachen zu den Grunddaten sagen, dann kommen meine Aufgaben vor und während der Messe ein kurzer Einblick in die Fotos, die ich gemacht habe, die Präsentation des Imagefilms, bei dem ich integriert war, beziehungsweise zu meinen Aufgaben, die ich dort hatte, werde ich nachher noch kommen und dann mein Resümee zu dieser Messe. So, also wie eben bereits gesagt, die Messe hieß Gründen 2019, die Messe für Selbstständigkeit im Saarland. Das ist eine Messe für alle Gründerinnen und Gründer, die sich entscheiden, selbstständig zu werden. Sie fand am Samstag, den 23.10.2019 von 10 bis 16 Uhr im E-Werk Saarbrücken statt. Es war aufgeteilt in Wissensforum und Impulslounge. Die Stände waren nach den Punkten Wissensforum, Information, Qualifizierung, Förderung, Finanzierung, Realisierung und der Starterbühne aufgeteilt. Das heißt, die Leute konnten sich am Anfang, wenn sie reinkamen, informieren, was ist mein Problem oder worüber würde ich mich gerne informieren. Das heißt, Leute, die beispielsweise wissen wollten, wie kann ich mein Start-up oder meine Selbstständigkeit besser finanzieren oder was gibt es für Förderungen, die ich beantragen könnte und konnten dann zu den jeweiligen Ständen gehen. In der Impuls-Lounge kamen Gründerinnen und Gründer und erzählten darüber, was sie bereits erlebt haben. Das wurde von einer Moderatorin ein wenig koordiniert und dort wurde dann
ein solcher Vortrag gehalten. Meine Aufgaben waren, die Namensschilder für unsere Mitarbeiter des Hauses zu machen. Das heißt, am Anfang wurde mir gesagt, welche Mitarbeiter an diesem Tag vor Ort sein werden. Und dann musste ich für diese Namensschilder vorbereiten. Dann wurde ja, wie vorhin schon angesprochen, ein Imagefilm gedreht. Das heißt, dort waren Gründer, die bereits erfolgreich ein Start-up oder eine Firma gegründet haben, gefragt worden nach ihren Erfahrungen, wie die SOG, das heißt die Saarland-Offensive für Gründung, die diese Messe organisiert, ihnen geholfen hat. Diese Fragen habe ich vorbereitet, ich habe mir sie überlegt, mit meiner Anleiterin durchgesprochen, ob das soweit okay ist und sollte diese dann an dem Tag den Gründern und Gründerinnen stellen. Dann später, also beziehungsweise an dem Tag selber, war natürlich die Ministerin Rehlinger und der Staatssekretär Barke da. Diese habe ich bei dem Rundgang, das heißt, die sind zu jedem Stand gegangen, haben sich kurz informiert, habe ich sie begleitet und Bilder davon gemacht. Dazu werden nachher noch ein paar Einblicke kommen. Ja, auch den ganzen Tag über habe ich Fotos gemacht, da wird man nachher kurz sehen, wie das E-Werk vor dem Start ausgesehen hat, wie es aussah, als das Ganze schon am Laufen war. Und ja, wie gesagt, den Gründern habe ich dann die Fragen gestellt, während das Ganze vom Kamerateam gefilmt wurde. Hier sieht man jetzt kurz die Bilder, wie es vor dem Start im E-Werk ausgesehen hat. Hier sieht man jetzt die Leute, die dort Stände haben und das Ganze schon soweit vorbereitet haben. Was man im Hintergrund sieht, ist die Starterbühne. Dort waren, wie gesagt, Gründer, die halt gerade erst in ihrem Bereich gestartet sind. Hier ein kurzer Einblick in den Rundgang vom Staatssekretär Barke. Das heißt, wie gesagt, er ist von Stand zu Stand gegangen und ich habe einfach so gut wie es geht Gruppenbilder oder auch gerade im Gespräch Bilder gemacht. Das war während der Hauptphase. Hier sieht man, dass einige Leute schon vor Ort waren und sich an den Ständen informiert haben. Hier ist ein kurzer Einblick zum Rundgang der Ministerin Rehlinger. Das sind jetzt zwei Gruppenfotos. Allerdings hat die Ministerin natürlich genauso sich an den Ständen informiert. Dann wurde relativ zum Schluss, wurden Gründerinnen und Gründer noch geehrt, die gerade eine besondere Firma beispielsweise übernommen haben oder ein erfolgreiches Start-up gegründet haben. So, jetzt sehen wir gleich den Imagefilm. Dort hört man mich zwar nicht, aber die Fragen, auf die die Gründerinnen und Gründer antworten, habe ich ihnen gestellt und das Ganze wurde dann von einem Kamerateam soweit zusammengeschnitten. Existenzgründungen sind für alle Wirtschaftsstandorte ganz wichtig, weil sie stehen für Innovation, sie stehen für neue Ideen, für Kreativität und das ist es, was natürlich auch eine Region wie das Saarland in die Zukunft. Was mich am Gründen insbesondere reizt, ist die Gestaltungsfreiheit, die man hat. Man trifft eigene Entscheidungen und ist dafür am Ende auch selbst verantwortlich. Ja, war schon immer mein Wunsch, meine eigenen Ideen umzusetzen, mich selber zu verwirklichen. Und was daneben noch der Antrieb ist, ist, denke ich, auch für mich persönlich, einfach sich permanent weiterzuentwickeln. Die Saarland-Offensive für Gründung zeigt allen, die eine gute Geschäftsidee haben, was man machen muss, damit es am Ende auch erfolgreich wird. Sie nimmt Angst, sie motiviert, aber sie stellt auch die kritischen Fragen, die man sich am Anfang immer auch stellen muss. Und deshalb ist es so wichtig, dass so viele mitwirken. Die SOG hat mir geholfen, weil die SOG einen roten Faden durch die Gründungslandschaft im Saarland gibt. Im Saarland wird unendlich viel getan für Existenzgründung und über die SOG konnte ich mir eben genau die richtigen Partner für meine Bedarfe raussuchen. Immer durchhalten, Gründen ist sehr anstrengend und es kommen dauernd irgendwelche neue Herausforderungen auf einen zu, mit denen man nicht gerechnet hat. Dann als zweites, sich einen Mitgründer zu suchen oder zwei, die gemeinsam mit dir an der Herausforderung arbeiten. Und als drittes kann ich auf den Weg geben, sich regelmäßig auch selbst zu reflektieren, was man besser machen kann. Das ist, denke ich, ein ganz großer Erfolgsfaktor.
aber auch wenn ich mit der allerbesten Idee um die Ecke komme, da wird keiner sein und nur darauf warten, das Produkt am Ende zu kaufen. Ein professionelles Marketing ist deshalb das A und O der Idee und sollte von Anfang an berücksichtigt werden. Die Saarland-Offensive für Gründungen ist ein echtes Erfolgsmodell made in Saarland. Und auch die Messe in diesem Jahr ist wieder ein echter Erfolg, weil sie wird von ganz, ganz vielen auch angenommen. Sie wird gefragt. Insofern ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgemacht haben und allen, die sich jetzt auf den Weg in eine Gründung machen. Viel Erfolg. Wir brauchen Sie im Saarland. So, das war jetzt der Film. Wie gesagt, also ich habe die Fragen gestellt und ich war auch die Person, die hier von den Gründerinnen und Gründern angeguckt wurde. Also ich war ihre Ansprechperson. Jetzt kommen wir noch zu meinem Resümee der Messe. Also erstmal meine positiven Erfahrungen. Ich habe sehr viel Erfahrung auch gewonnen an diesem Tag. Ich war sehr aufgeregt anfangs und hatte auch ein bisschen Angst, dass irgendwas schief geht. Aber ich war dann doch sehr zufrieden. Und habe auch viel gelernt an dem Tag. Es war sehr interessant zu sehen, was hinter einer solchen Veranstaltung steht, die Vorbereitungen, die getroffen werden müssen, also jetzt nicht speziell meine Vorbereitungen, aber ich habe ja auch gesehen, was generell dahinter stand, der Aufbau, der Abbau, das ganze Organisatorische, das ist schon eine Menge. Ich hatte sehr viel Spaß an dem Tag, also mir hat das sehr viel Spaß gemacht zu sehen, wie viele Leute doch etwas gründen im Saarland, so bewusst war mir das gar nicht und was es auch für Möglichkeiten für diese Personen gibt, um dort Unterstützung zu bekommen. Natürlich war der Tag auch sehr abwechslungsreich, generell die Sache an sich. Erstmal der Rundgang mit der Ministerin und mit dem Staatssekretär war was ganz anderes, als nur Bilder zu machen oder auch die Fragen zu stellen. Das war sehr abwechslungsreich, aber es war natürlich auch eine komplett andere Sache, als den ganzen Tag im Büro zu sitzen. Die negative Erfahrung oder was negativ an dem Tag war, als ich den Imagefilm gesehen habe, war ich insofern ein bisschen enttäuscht, dass das Ganze nicht so verarbeitet war, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, aber die Gründerin und auch die Ministerin wurden oft am Ende ihres Satzes abgeschnitten oder es gab Hintergrundgeräusche, die mich doch ein bisschen gestört haben. Aber grundsätzlich, klar, bin ich zufrieden. Es war super, es ist super sagen zu können, hör mal zu, die Fragen habe ich denen gestellt und die angucken, das bin ich da hinten dran. Ja, deshalb, also grundsätzlich war es ein sehr erfolgreicher Tag und ich bin sehr zufrieden damit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr konntet damit einen kleinen Einblick in mein Projekt und meinen Tag erleben. Ja, das war der sehr interessante Vortrag von Michelle. Vielen Dank. Und sie hat eben so gesagt, sie war sehr aufgeregt, dass das alles funktioniert bei ihr. Sie hat gesagt, es waren auch kleine Fehler drin. Uns ist so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, dass wir den Imagefilm gesehen haben und gedacht haben, oh, da haben wir irgendwas abgeschnitten. Aber der Fehler ist dann in ihrem Film passiert. Und es ist auch schön, dass sie es so genau angesprochen hat. Und sie hat gesagt, sie ist aufgeregt. Das gilt für das ganze Team, weil wir wussten ja jetzt gar nicht, das habe ich jetzt schon öfters gesehen, wir haben jetzt viele Streaming-Formate, die wir jetzt auch kulturell praktisch machen und ich habe schon in hochklassische Streaming-Formate reingeschaut und da hatten wir irgendwie 10 Teilnehmer dann dabei. Wir haben jetzt gerade die Rückmeldung von euch bekommen am Anfang, wo ihr seid, von wo ihr uns zuguckt, viele von zu Hause und wir haben jetzt so die Zahl bekommen von fast 200, die jetzt live dabei sind. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wir versuchen das ja möglichst ohne Fehler, ohne technische Pannen hinzukriegen. Wir haben da relativ schnell gelernt, damit umzugehen. Wir haben das auch eben ein bisschen durchgespielt, aber es kann natürlich immer was passieren. Aber ich merke, die Leitung ist stabil, ihr schaut uns zu und wir haben uns Mühe gegeben, vielleicht auch ein kleines Programm mit Überraschungen für euch zu präsentieren. Es wird nachher noch ein bisschen gezaubert. Das ist eine Überraschung für unsere Runde. Da wisst ihr ja auch noch nicht genau, was kommt. Und jetzt gibt es einen, der eben schon in der Runde da war. Der hat sich ganz schnell umgezogen und ist jetzt bereit. Ich sage jetzt gleich Bühne frei für Merlin Schmitz. Der zeigt uns 2 Ballettstücke. Ich habe am Anfang gedacht, es kommt aus seiner Arbeit heraus, aber das ist sein Hobby. Er hat auch gesagt, das ist
es nicht sein Beruf wird, weil seine Partnerin jetzt leider nicht mehr dabei ist. Aber das ist also für uns immer eine Möglichkeit, die Präsentation nochmal zu sehen. Also ich sage Bühne frei und dann habe ich ja auch gesagt, wir sind hier in der Studioatmosphäre im Hofhaus, aber wir haben hier hinter den Kameras das ganze Kompetenzteam dabei. Die sind jetzt Publikum, ihr in der Sitzecke, ihr seid Publikum. Deswegen ein Riesenapplaus dann, wenn ihr es auch nur unmittelbar dann hört von hinter der Kamera für Merlin Schmitz. Merlin Schmitz. Vielen Dank, Merlin. Dein verdienter Applaus. Wir sehen uns später wieder in der Runde, weil er hat mir gesagt, ich kann ihn gerne nachher fragen, wie das Ganze zustande gekommen ist, wie lange er schon tanzt. Ist ja doch außergewöhnlich, dass er auch als Balletttänzer unterwegs ist und da fragen wir ihn später nochmal. Ich habe ihm eben eine kleine Geschichte erzählt. Ich hatte eine Vorführung im Staatstheater, wo ich eigentlich nicht getanzt habe, logischerweise, das kann ich überhaupt gar nicht, aber wo ich im Nussknacker mitgespielt habe und während ich nach vorne gegangen bin, es gab dann eine Szene, wo ich den Nussknacker erscheinen habe lassen und der verschwand wieder, war ein Tänzer, der die ganze Zeit hin und her getanzt ist und es waren, glaube ich, 2-3 Minuten und er war schon völlig außer Atem, deswegen lassen wir dem Merlin dann noch ein bisschen Zeit, wieder zu verschnaufen. Wir haben ja den Paritätischen Landesverband Saarland und Rheinland-Pfalz und wir haben uns natürlich das nicht nehmen lassen, dass sozusagen die Schirmherrin von ganz oben auch ein paar Grußworte an euch richtet, also sozusagen die Politik zu euch nach Hause. Jetzt schalten wir zur Ministerin Monika Bachmann aus dem Saarland. Liebe Freiwillige des Jahrgangs 1920, liebe Verantwortliche, vorab möchte ich mich bei Ihnen, den diesjährigen Freiwilligen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Rheinland-Pfalz Saarland, für Ihr Engagement der vergangenen Monate aufs Herzlichste bedanken. Ich wäre gerne, wie geplant, persönlich zur Ehrung gekommen, aber leider ist dies wegen der aktuellen Corona-Pandemie nicht möglich. Umso mehr freue ich mich, Ihnen per Videobotschaft auch heute wirklich Dankeschön zu sagen. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich in den vergangenen Wochen viele von Ihnen unter deutlich erschwerten Bedingungen engagiert habe. Die Corona-Pandemie verlangt von uns allen zurzeit unheimlich viel. Und jedem, der im medizinischen und pflegerischen Bereich tätig ist oder wie Sie, sich sogar freiwillig engagieren, spreche ich meine Anerkennung aus. Meine Anerkennung für den unermüdlichen Einsatz. Sie helfen alle aktiv dabei mit, die aktuelle Situation zu bewältigen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Freiwillige ihr soziales Jahr auch als Orientierungseinheit für eine berufliche Zukunft nutzen. Freiwilligendienste wie FSJ und BFD bieten heute
einen rechtlichen Rahmen für soziales Engagement und die vielfältigen und unterschiedlichen Angebote der freiwilligen Dienste sind hierbei auch die Stärken und Gründe für die Attraktivität sowie für den erfolgreichen Bestand seit mehr als 50 Jahren. Ich bin auch stolz, in diesem Rahmen verkünden zu können, dass das Freiwillige Soziale Jahr FSJ im Einsatzbereich Politik, Demokratie in Zukunft unbefristet fortgeführt. Die Testphase hat gesagt, dass das FSJ Politik und Demokratie ein voller Erfolg für alle Beteiligten ist und die Rückmeldungen der verschiedenen Einsatzstellen und des pädagogischen Personals unseres Trägers sind durchweg positiv. Abschließend möchte ich Ihnen im Namen der gesamten Landesregierung hier im Saarland für das außerordentliche Engagement im Rahmen Ihres jeweiligen Freiwilligendienstes danken. Ihnen Freiwilligen gebührt unser aller Dank, unser Respekt und unsere Anerkennung. Aber möchte mich auch bei den Verantwortlichen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Rheinland-Pfalz-Saarland bedanken, die all das möglich gemacht haben. Ja, vielen Dank der Ministerin Monika Bachmann. Und sie hat es schon erwähnt, das Programm des Bundesfreiwilligendienstes und des Freiwilligen Sozialen Jahres erweitert sich natürlich jedes Mal in jedem Jahr auch um Schwerpunkte, zum Beispiel das Thema Politik. Sie hat es angesprochen zum Thema Demokratie. Das passt eigentlich ziemlich gut. Jetzt ist die Emma Hein hier. Wir haben ja auch am Anfang schon ein bisschen, bevor wir das Ganze begonnen haben, schon ein bisschen geplaudert. Ich fand das sehr erstaunlich, dass du dir das Thema Politik ausgesucht hast. In dem Fall hast du dein Jahr in der Staatskanzlei verbracht. Genau. Vielleicht nochmal da die Frage, eben hat ja die Politik gesagt, also wir von der Regierung sind dankbar, jetzt hast du so ein bisschen in die Regierungsarbeit reingeschaut. Wie lange hast du daran jetzt gearbeitet? Wann hast du angefangen damit? Ich habe letztes Jahr im August angefangen, habe dann durchgehend gearbeitet, bis eben, als es hier wirklich losging mit der Rede von einem Lockdown, mein Chef meinte, er findet nicht, ich sollte ein unnötiges Risiko eingehen und war dann für 2 Monate zu Hause freigestellt und habe mich dann entschieden, die 2 Monate nochmal hinten dran zu hängen und bin jetzt bis Ende September in der Staatskanzlei. Also was natürlich sehr interessant gewesen wäre, aber ich glaube, das hast du auch mitbekommen, du hast ja die Politik im Saarland dann aus der Sicht der Staatskanzlei mitbekommen, in Normalfahrt sozusagen, in Normalprogramm, und dann hast du schon gemerkt, dass sich das immer dramatischer verändert hat. Dann kam es plötzlich zu der Krisensituation, hast du zu Hause dann auch gemerkt, oh, jetzt wäre ich eigentlich gerne noch länger dabei. Sie haben gesagt, lieber Freistellung, damit du nicht in Gefahr kommst. Man hat ja dann an den Tischen auch plötzlich nur begrenzte Plätze, aber war für dich wahrscheinlich auch spannend zu sehen, wie die Politik jetzt mit den ganzen Krisen umgeht. Ja, also ich muss sagen, ich habe wirklich einen sehr authentischen Einblick. Aber zu der Zeit, wo ich dann zu Hause saß, dachte ich teilweise, ja, das hätte ich gern mitgekriegt, so zum Beispiel als unser Gesundheitsminister da war, den hätte ich vielleicht mal gern so, nicht aus nächster Nähe, aber so mal in echt gesehen. Aber das konnte ich jetzt nicht ändern und da bin ich jetzt im Nachhinein nicht so drauf. Wobei das ja immer ein bisschen schwierig ist, da gab es zum Beispiel eine Szene, kann ich mich noch gut dran erinnern, da hat er ein Krankenhaus besucht und ist dann irgendwie aus Notsituation heraus in so einen Aufzug reingeraten und dann waren alle ohne Abstand im Aufzug und es war natürlich groß die Schlagzeile dann entsprechend. Hast du das auch gemerkt, weil ich will jetzt nicht zu lange reden, weil du ja einen kleinen Vortrag vorbereitet hast, hast du auch so ein bisschen Verständnis bekommen, dass man jetzt Politik aus deiner Sicht durch den Hintergrund auch ein bisschen besser versteht, weil manchmal ist es so, dass die Bürger zu Hause sagen, warum machen die denn das? Aber ist dir manches bewusster geworden, warum das so läuft in der Politik? Ja, auf jeden Fall. Also was auf jeden Fall, was ich gemerkt habe, ist, aber ich glaube, das ist teilweise auch einfach ein Verwaltungsding, so Bürokratie und wie lange Sachen dauern, aber auch jetzt, wo ich wirklich den Einblick habe, auch die Hintergedanken teilweise, die hinter Entscheidungen liegen. Also das kann man schon sagen. Also meine Ansicht hat sich da geändert. Also das ganze Kompetenzteam will euch ja begleiten mit interessanten Angeboten, mit Betreuung, mit Seminaren. Ich bin nachher noch ganz gespannt, was du auf die letzte Frage antwortest, aber ich lasse dich erstmal dann in deinen Vortrag. Dann viel Vergnügen. Ich bleibe mal hier, weil ich auch ganz gespannt bin. Und wenn du irgendwelche Unterstützung brauchst, dann frag mich gerne.
Also mein Projekt war der Empfang für Saarland zum Selbermachen, eigentlich auch die Betreuung des Projektes davor. Dazu ganz kurz, Saarland zum Selbermachen ist ein Förderprojekt für Vereine und ehrenamtliche Tätige, die irgendetwas in Eigenleistung renovieren, sanieren, irgendwas bauen wollen, um die damit zu unterstützen, und das ist relativ unbürokratisch. Also man kann als natürliche Person, wenn man die ehrenamtliche Tätigkeit nachweisen kann, sich ganz übers Internet sogar einen Förderantrag kann man stellen und kann maximal eine Fördersumme von 3.000 Euro erhalten. Einfach damit es nur, es dient teilweise als Unterstützung oder Anschubfinanzierung und nicht im Endeffekt dazu, den Leuten von vorne bis hinten zu helfen. Und da ist es immer so, das sind meistens 2 Runden, wird das genannt, in einem Jahr, und in der zweiten Runde im letzten Jahr war ich dann aktiv beteiligt, habe vorher schon die Anträge entgegengenommen, Rücksprachen gehalten, auch mit Leuten telefoniert, eben dann die Abschlussveranstaltung organisiert, weil dann ist es immer so, am Schluss findet ein Empfang des Ministerpräsidenten statt, wo alle Leute eingeladen werden, sie kriegen eine Förderplakette mit einem Schraubenzieher, so als Auszeichnung, sag ich jetzt mal. Und da muss man natürlich auch die ganzen Rahmenorganisationen muss gemacht werden, also Catering, Servicekräfte, natürlich auch die Vorbereitung inklusive Rede für den Herrn Ministerpräsident und natürlich auch dann aufbauen, weil das Ganze hat in der Festhalle von der Staatskanzlei stattgefunden. Dann gucken, wie das mit der Technik gewünscht ist und dass alles liegt und steht, wie es soll. Meine Aufgaben, habe ich eben schon kurz erwähnt, waren Rücksprachen. Also meine Telefonnummer war bei den meisten, bei den E-Mails immer hinterlegt, dass ich, wenn die Leute Fragen hatten, was sie noch machen müssen, ob es noch irgendwelche Informationen gibt, die noch fehlen, natürlich Fotos zu schicken und so. Das waren alles meine Aufgaben. Und natürlich ich durfte auch während der Veranstaltung dabei sein, habe dann unserem Ministerpräsidenten auch assistiert, eben immer diese Förderplaketten angereicht und auch dann mit den Leuten gesprochen, wenn sie Fragen hatten, was mit die Fotos angeht, die dort gemacht wurden. Also eigentlich so der universelle Ansprechpartner. An dem Tag, an dem das stattgefunden hat, haben wir morgens angefangen, die Festhalle zu dekorieren, haben Tische aufgestellt, die Plaketten ausgelegt, und dann später war ich am Eingang, habe die Leute empfangen, habe sie auf einer Liste abgehakt, dass wir eben wussten, wer ist da und wer nicht, und war dann, wie ich gerade schon gesagt habe, dabei, während die Rede gehalten wurde, habe die Plaketten an Herrn Tobias Hans überreicht, damit er die weitergeben konnte. Und bin danach auch noch rumgelaufen, habe auch mit den Leuten geredet, weil ich teilweise mit den Leuten schon 500 Mal vorher telefoniert hatte und die schon so gut wie wussten, wer ich bin. Abschließend würde ich sagen, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, weil ich auch sehr viel über Verantwortung in so einer Situation, über, ich nenne es immer, professionelles Arbeiten gelernt habe und einfach nicht, also offen zu sein, auf die Leute zuzugehen, weil meisten Leute wissen dort nicht, dass man da nur ein FSJ macht. Die sehen da einen als Mitarbeiter. Normal wird man in der Staatskanzlei auch behandelt wie ein ganz normaler Mitarbeiter. Aber eben, dass die nicht da jemanden als einen Teenager sehen, dass man seiner Sache sicher ist. Und die meisten Fragen konnte ich auch beantworten. Es war jetzt ja nichts so Großes. Aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich denke für die Zukunft auch sehr viel gebracht, was vielleicht auch Selbstbewusstsein in so einer Situation angeht. Und so weiter und so fort. Das war meine kurze Präsentation zu meinem Projekt. Also das ganze Team vom Kompetenzzentrum versucht euch ja zu betreuen während der ganzen Zeit. Was aber jetzt ganz interessant war, ich habe eben so in einem Satz erwähnt, ich habe damals Zivildienst gemacht, das ist schon ziemlich lange her, damals noch 18 Monate, denkt ja auch niemand mehr. Und ich habe ein Problem gehabt, ich war der erste Zivi auf der Pflegestation. Und die wussten eigentlich nicht, mit mir umzugehen. Das heißt, aus meiner Sicht habe ich viel zu viel arbeiten müssen, weil während ich den ganzen normalen Rhythmus gemacht habe, dann bin ich zusätzlich noch mittags zum Essen ausfahren geschickt worden. Und wo die anderen Pause gemacht haben, musste ich dann nochmal anfangen, die Schicht dann weiterzumachen. War es bei euch so da in der Staatskanzlei, dass die schon Erfahrungen hatten mit dem Bundesfreiwilligendienst oder dem freiwilligen sozialen Jahr? Ja, ich war tatsächlich ich bin in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit im Referat für Ehrenamt
ich war die Zweite, da war vorher schon jemand gewesen, die wussten so ungefähr, was ich machen kann. Ich konnte mich auch an den Sachen orientieren, die er gemacht hatte. Also da waren alle Vorgänge oder eben alte Akten, an denen ich mich dann orientieren konnte, die auch gesagt, wo ich so einfach gucken. Und ich wurde auch ganz offen empfangen. Ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt, fühle mich immer noch pudelwohl. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass die irgendwie jetzt nicht wussten, was sie mit mir machen sollen. Verstehe. Jetzt noch eine Frage. Ich weiß es gar nicht, du hast ja jetzt eine konkrete Veranstaltung vorbereitet. Wenn man so in die Politik reinschaut, hinter die Kulissen, musste man dann auch irgendwie so ein ernstes Gespräch am Anfang führen nach dem Motto, sie sind zur Verschwiegenheit praktisch verpflichtet, was da so hinter den Kulissen passiert, weil also wie der Ministerpräsident so privat ist, könntest du mir ja jetzt genau erzählen im Prinzip, ne? Ja, also so privat habe ich ihn ja noch nie erlebt. Also es ist eine Klausel im Vertrag, aber ich finde irgendwie, ich war mir bewusst, wohin ich da gehe, was da passiert, dass ich das auch selbst abgeschätzt habe, wenn ich mal Storys gehört habe aus der Vergangenheit, was kann man erzählen und was ist wirklich, wo ich mich glücklich schätzen sollte, dass die mir das überhaupt erzählen, aber auch mit den Informationen respektvoll umgehen. Aber das habe ich aber von Anfang an von meiner Einstellung her schon gewusst. Weil das ist ja das Bestmögliche eigentlich, dass ihr durch euren Dienst dann, das gilt auch für die anderen im Prinzip, wir haben ja ganz viele verschiedene Themen heute, das werden wir nachher in der Talkrunde dann auch genau nochmal beleuchten. Also ihr sollt ja eine Erfahrung fürs Leben machen. Jetzt wäre die abschließende Frage dann, willst du denn in der Politik bleiben oder in der Verwaltung der Politik? Also wäre dann ein Job als neue Ministerpräsidentin dann für dich passend oder ist das noch zu hoch gegriffen? Tatsächlich wurde mir schon öfter geraten, von Mitarbeitern dort Jura zu studieren und als Regierungsrätin praktisch wiederzukommen. Mein Vorhaben ist es auf jeden Fall, Jura zu studieren. Ich schieße mich da jetzt nicht komplett darauf ein, dass ich sage, ich möchte nochmal zur Landesregierung. Klar, also ich würde es machen so, aber ich finde schon, es ist ein guter Job. Und mir macht das jetzt furchtbar Spaß und das Jahr hat mir auf jeden Fall dazu geholfen, mich da zu orientieren. Und ich bin froh, dass ich jetzt sagen kann, ja, ich möchte Jura studieren. Wenn ich den Abschluss habe, dann kann ich immer noch ganz viel machen. Sehr gut. Ich habe ja nur drauf gewartet und glücklicherweise hast du den Satz nicht gesagt, dass du gesagt hast, ich mache jetzt erstmal was Vernünftiges und dann gehe ich vielleicht in die Politik. Also, das ist uns erspart geblieben, weil ich glaube, es ist wirklich eine schwierige Situation gewesen. Wir sind hier immer noch mit den Auswirkungen der Corona-Krise beschäftigt, deswegen streamen wir heute zu euch. Es ist noch kein Live-Publikum möglich und ich glaube, das war eine schon interessante Herausforderung, auch für die Politik. Fehler auch vorprogrammiert, da muss man eigentlich auch Verständnis haben. So, wir sind wieder bei der Politik. Wir haben ja den Paritätischen Landesverband Rheinland-Pfalz-Saarland. Das Saarland haben wir schon kennengelernt und wir schalten jetzt zur Ministerin aus Rheinland-Pfalz, Anne Spiegel. Sehr geehrte Frau Ministerin Bachmann, sehr geehrte Frau Schäfer, sehr geehrter Herr Hamm, Frau Müller, Frau Gastner, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Einsatzstellen, liebe FSJ-Freiwillige. Ich hätte Sie heute gerne persönlich begrüßt, aber wie Sie wissen, die Corona-Pandemie würfelt so einiges durcheinander und so sind die Veranstaltungsformate doch jetzt etwas anders als vorher. Somit möchte ich Ihnen meine Grüße und auch meinen Dank auf diesem digitalen Wege vermitteln. Heute stehen Sie, liebe FSJlerinnen und liebe FSJler, völlig zu Recht im Mittelpunkt. Heute ist Ihr Tag. Sie können stolz auf sich sein und ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für Ihr Engagement. Sie haben sich auf neue Erfahrungen eingelassen, Sie haben sich entschieden, Ihren eigenen Horizont zu erweitern und sich als FSJ zu engagieren. Sie haben sich damit entschieden, nicht nur für sich selbst den Erfahrungshorizont zu erweitern, sondern Sie haben einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft geleistet, sich in einem bestimmten Bereich über eine längere Zeit hinweg zu engagieren. Das ist, glaube ich, etwas wahnsinnig Wichtiges, was in unserer Gesellschaft gar nicht genug bedankt und respektiert und gelobt werden kann. Denn dieser Einsatz von Menschen, die sagen, ja, ich nehme mir Zeit, mich für andere Menschen einzusetzen, das ist meines Erachtens etwas, was unsere Gesellschaft und damit auch unsere Demokratie ausmacht. Und Sie sind ein Teil davon und tragen dazu bei. Und dafür wirklich meinen herzlichen Dank. Ich kann mir selbst gut vorstellen, wie Sie sich fühlen. Auch ich habe mich schon in unterschiedlichen Ebenen ehrenamtlich engagiert
Und ich kann Ihnen sagen, obwohl es schon eine Weile her ist, meine Zeit, als ich ehrenamtlich in einem kambodschanischen Waisenhaus gearbeitet habe, das sind Erfahrungen, das sind Momente und Begegnungen, die vergisst man nicht mehr so einfach. Die werden dann Teil auch der eigenen Biografie und das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie reich an Erfahrungen auf diese Zeit zurückblicken. Und vor allen Dingen wünsche ich Ihnen jetzt noch eine schöne Veranstaltung, einen guten Tag und vor allen Dingen bleiben Sie alle gesund. Alles Gute. Ja, von der Ministerin vielen Dank zu der ersten optischen Täuschung, zu der ersten Illusion. Ich mache ja meine Vorführung schon öfters. Jetzt würde ich normalerweise in einer lockeren Veranstaltung dann nochmal dich als Erfahrung von der Politik sagen, hast du jetzt noch Illusionen? Ja, und ich muss mich jetzt einmal rumdrehen auf die Seite, weil da sitzt unser ganzes Kompetenzteam natürlich auch. Herzlich willkommen hier. Wir sind ja in so einer Studioatmosphäre. Ich wollte so eine kleine Illusion euch zeigen. Die Frage ist, glaubt ihr an Illusionen? Glaubt ihr, habt ihr Fantasie oder könnt ihr euch was vorstellen? Es kommt so ein bisschen drauf an, weil wir haben gesagt, wir machen so einen kleinen Zaubertrick, ein, zwei vielleicht. Das Tuch wechselt die Farbe. Eine magische Bewegung, einmal geschnipst und das Tuch hat jetzt die Farbe gewechselt. Ihr müsst mal gucken dabei, dass ihr jetzt auf der Hand bleibt. Glaubt ihr, dass das Tuch die Farbe gewechselt hat? Glaubt ihr das? Ich glaube nicht. Ja, glauben muss man schon dran. Okay, also ihr glaubt das, ne? Merlin, du bist ja auch künstlerisch tätig, also es war einfach. Jetzt kommt der zweite Schritt, das rote Tuch wechselt wieder zurück, die Farbe, in ein weißes. Es sollte ja nicht so langweilig sein. Okay, also ich zeige es mal vorher. Die Frage ist nur immer bei so Zauberkünstlern oder dann denkt man immer, das war jetzt eine Taschenspielerei, wie funktioniert der Trick? Es könnte natürlich sein, dass da noch ein anderes Tuch drin ist. Ich kontrolliere mal, da ist nichts drin, kann nichts drin sein, wenn ich es oben reinstecke, das färbt sich wirklich, kommt sogar hier unwiederweiß raus. Zumindest Merlin freut sich da, bin ich ja schon mal froh. Ja, man merkt dann schon immer, wer ist skeptisch, wer guckt da aufmerksam und es ist wirklich eine kleine optische Täuschung, eine leere Hand, ein weißes Tuch, scheint ein bisschen Zauberei im Spiel zu sein. So, ich versuche das mit hochgewickelten Ärmeln zu machen. Jetzt musste ja Emma eben mir ein bisschen Auskunft geben, wie sie dazu gekommen ist. Wir haben eine nette Runde gehabt, wir haben uns heute Nachmittag getroffen. Du hast eben erzählt, du hast frei heute, sie verzichten heute, bei euch war es ja genauso, ihr habt auch frei bekommen. Du? Ich dürfte arbeiten gehen. Heute schon gearbeitet und dann noch getanzt hier bei uns im Studio. Bei mir wird es auch oft die Frage, da fragt man oft natürlich, wie kommt man überhaupt zu so einer Varieté-Kunst? Und bei mir war das genauso wie jetzt eigentlich bei euch. Ich saß mal irgendwann als Publikum, da wo du jetzt im Prinzip siehst, sitzt und dann habe ich einen Zauberer gesehen, der hat ein Kunststück mit Spielkarten vorgeführt, mit 1, 2, 3, 4, 5 Spielkarten. Von den 5 Spielkarten hat der Zauberer auf der Bühne einfach 2 Karten weggenommen, hat eine magische Bewegung gemacht, dann hat er wieder 1, 2, 3, 4, 5 Spielkarten gehabt. Ich war damals genauso verblüfft wie ihr. Man vergisst ja auch zu applaudieren, wenn man so gespannt nach vorne schaut. Das ging euch jetzt genauso wahrscheinlich. Ne? Aber ich habe gedacht, ich erkläre es mal, wie das kam. Ich bin dann nach der Show zu dem Zauberer hingegangen, habe gesagt, sie hatten da so ein Kunststück, hat mich total fasziniert mit 1, 2, 3, 4, 5 Spielkarten. Von den 5 Spielkarten haben sie 2 weggenommen, eine magische Bewegung gemacht, da hatten sie wieder 1, 2, 3, 4, 5 Spielkarten. Ich will es jetzt nicht zu langweilig machen, aber noch einmal für euch zusammen. Also 1, 2, 3, 4, 5 Spielkarten, von den 5 Spielkarten 2 wegwerfen, magische Bewegung, da hat man wieder 1, 2, 3, 4, 5 Spielkarten. Ich mache das jetzt so lange, bis irgendjemand dann noch einmal applaudiert, aber nein, das ist kein Problem. Ein letztes Mal vielleicht. 1, 2, 3, 4, 5 Spielkarten, noch ein letztes Mal. Ich mache es für euch zu Hause. Was kommt jetzt? Also 2 Karten wegwerfen. Habt ihr irgendeine Ahnung, wie viele Spielkarten ich jetzt zum Schluss noch in der Hand habe? Also mittlerweile, wir glauben ja jetzt dran, wir haben wieder 1, wir haben wieder 2. Ja, jetzt haben wir doch eine kleine Panne. Jetzt kann ich bis heute nicht verraten, wie der Zauber das in Wirklichkeit eigentlich mit 1, 2, 3, 4, 5 Karten gemacht hat. Ein Rätsel. So. Das Kompetenzteam hat gesagt, wir bräuchten eigentlich jemanden, der ein bisschen was erzählen kann, der das möglichst locker rüberbringt. Und dann dachte ich, okay, wir machen gleich so eine Mischung. Ich kann ein bisschen erzählen. Ich wohne ja hier direkt um die Ecke. Ich kenne die Situation. Ich kenne das Hofhaus. Ich kenne das sogar aus ursprünglichen Zeiten. Vor, ich glaube, 30 Jahren war es mal eine Kneipe hier drin. Und dann dachte ich, ich mache noch eine Sache mit euch, wo ihr vielleicht nicht vorbereitet seid. Es gibt so einen Trick, was Zauberer mal vorführen. Ich biete es einfach an, wir müssten vielleicht ein bisschen improvisieren, weil wir hatten eben eine kleine Probe, aber das haben wir jetzt nicht geprobt. Ihr wisst nicht, was kommt. Also es gibt so ein Kunststück, finde ich immer total faszinierend. Ein Zauberer nimmt eine Assistentin, die Assistentin wird gefesselt
praktisch. Die wird dann praktisch gefesselt. Wir müssen dann ein bisschen umbauen. Wir räumen den Tisch frei. Dann wirst du einmal quer auf den Tisch gelegt. Da kommt so eine Kiste über dich und du wirst in drei Teile zersägt. Wenn du Interesse hättest, bei dem kleinen Workshop heute Nachmittag mitzumachen. Ja. Naja, vielleicht doch ein bisschen zu gefährlich. Ich mache nur Merlin, das ist mein Gefährte, weil er eben auch künstlerisch was gemacht hat. Ich gebe dir mal die Schere, weil ich ein bisschen Abstand halten will. Wir machen es mal so, vielleicht ein kleiner Workshop, nicht die Assistentin wird zersägt in zwei oder drei Teile. Wir machen es mit der Schnur. Ein Test vielleicht. Den anderen jungen Mann, guck mal genau, wo sind die Enden von der Schnur? Ja? Wo ist die Mitte von der Schnur? Oben oder unten die Mitte? Die Mitte ist in der Mitte. Die Mitte ist in der Mitte. Die Mitte ist oben. Die Mitte ist jetzt oben. Wenn ich die beiden Enden in die Tasche stecke, dich jetzt frage, wo sind die Enden von der Schnur, was hättest du gesagt? Die Enden sind in deiner Tasche. Genau, sehr gut. Nicht hier oben, ist jedenfalls so. Wenn die Enden da wären, ist die Mitte. Aber wir machen es mal ganz langsam vielleicht. Also, ein kleines Wunder zum Mitmachen. Merlin hat mir assistiert. Ich habe mich ja schon gefreut, dass ein Merlin hier auf meiner Liste stand, weil es gibt ja keinen magischen Namen mehr als Merlin eigentlich. Ich schneide mal durch und dann kannst du es vielleicht einmal zur Kollegin weitergeben. So, einmal guck mal, das ist jetzt eine optische Täuschung, eine akustische Täuschung. Ihr seht das und ihr hört das. Ich schneide es durch. Man denkt dann immer, hat das jetzt wirklich durchgeschnitten. So, einmal durchgeschnitten, einmal oben, einmal unten. So, wir müssten drei Stücke haben. Zählt mal mit und dann kommt das kleine Wunder hier bei uns sozusagen für euch zu Hause. Wir haben eine Schnur, eine zweite Schnur, eine dritte Schnur. So, und jetzt kommt das Wunder. Es fügt sich jetzt zusammen. Merlin, gib es mal weiter an deine Nachbarin. So, nimm es mal mit beiden Händen vielleicht in die Hand und das ist jetzt so der Moment, dass man sich auch mal fühl mal, du merkst jetzt ganz langsam, ne, ihr habt es gesehen zu Hause, ich habe das geschnitten, wirklich Merlin, ne, oben geschnitten, unten drei Stücke, du merkst jetzt von deinen Fußspitzen an, beginnt es an deinem ganzen Körper langsam zu vibrieren. So, jetzt muss ich einmal, wenn es jetzt bei Tamara oder bei Melanie irgendwie vibriert, ist irgendwas falsch. Nur bei denen jetzt hier. Okay, du spürst was, ne? Sondern ich ziehe mal so einen, oder ich ziehe mal selbst raus. Ich glaube, es ist wieder ganz geworden. So, genau. Und ihr seht, das wohl. Da ist jetzt irgendwas schiefgegangen. Geben wir mal noch ein anderes Stück. Wir wollten es eigentlich wieder ganz machen. Das ist jetzt so eine kleine Überraschung auch für mich, aber es ist kein Problem. Wir improvisieren, es haben wir drei verschiedene lange. Das ist sehr selten, dass das passiert. Aber Tamara und Melanie haben gesagt, das ist ein wahres Wunder, was die alle vollbringen hier. Wir probieren es einfach. Also wir haben ein kurzes, wir haben ein langes. Man könnte probieren auch für zu Hause. Ihr könnt das lernen. Also kleiner Workshop für euch zu Hause. Ich habe so ein kurzes Stückchen, ein langes. Tut mir leid, kleines Zwischenspiel. Ich könnte quasi erklären, wie man was Kurzes lang bekommt und umgekehrt. Was ist denn hier los nachmittags? Okay, also ein langes wird kurz und ein kurzes wird lang. Ich sage den magischen Zauberspruch, 1, 2, 3, Simsalabim, Hofhaus und wir haben es geschafft, das lange ist kurz und das kurze ist lang. Okay, also wir machen es ein bisschen besser, es entsteht so eine optische Täuschung. Und da fragen sich auch immer die Damen und Herren zu Hause, wenn sie dann sowas sehen, ihr seid ja jetzt ganz nah dabei, wie funktioniert das? Wie kriegt man die optische Täuschung hin, dass es so aussieht, als wären die alle wieder gleich lang? Man kann da mal kurz zeigen, einmal hier, einmal da, es sieht so aus, als ob, deswegen sagen wir auch optische Täuschung. Merlin nehme ich mit auf die nächste Vorstellung, der nickt bei jeder Sache jetzt hier nebendran. Ideales Publikum und die Illusion ist tatsächlich 1, 2 und 3 Seile. Jetzt nur die Frage, es sollte ja in deinen Händen wieder ganz werden. Das müssen wir jetzt ein bisschen mogeln einfach, weil die Zeit ist beschränkt heute Nachmittag. Wir wollten ja noch so eine kleine Runde machen, wo ihr ein bisschen erzählt. Einmal hier, einmal da. So, live aus dem Hofhaus, die Schnur ist wieder ganz. Seid ihr einverstanden? Okay, wir machen es ein bisschen besser. So, einmal hier, einmal da. So, jetzt ist die Schnur wieder ganz, aber wir machen es vielleicht doch noch ein bisschen besser. An der Stelle würde man sagen, aus Mitleid, vielen Dank für den Applaus, aus Mitleid. Merlin, noch einmal, dann lasse ich dich auch soweit in Ruhe. Du hast ja mittlerweile auch ein bisschen Puste wieder bekommen. Also, wir haben eben geschnitten da oben, da unten. Schau mal mit dem linken Auge auf den Knoten nach oben. Mit dem rechten nach unten, das ist ein bisschen schwer. Also, ein bisschen schwierig, sich zu konzentrieren. Heute Nachmittag hier bei uns und ihr seht, ein Knoten, der ist schon verschwunden, einer ist noch übrig. Und letzte Frage an euch zu Hause, wenn ihr zuguckt, also rein von der Logik, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich irgendwie ein Kameratrick, aber wir haben die Kamera da, hier oben ist ein Knoten, da habe ich eben geschnitten. So, letzte Frage, Merlin, dann lasse ich dich soweit auch in Ruhe jetzt hier mit unserer Interaktion bei unserem kleinen Zaubertrick. Hier oben ist ein Knoten, weil ich eben da geschnitten habe.
Was wäre jetzt passiert, wenn ich eben nicht oben geschnitten hätte, sondern weiter unten? Hast du irgendeine Ahnung? Helft ihm? Ei, dann wäre es weiter unten halt auseinander gewesen. Genau, dann wäre der Knoten unten, genau, du hast völlig recht. Aber ich würde sagen, der Knoten ist als kleines Andenken für irgendjemanden, könnt ihr nachher mitnehmen, wenn ihr wollt. Und in dem Fall vielen Dank fürs Zugucken hier von mir. Und jetzt komme ich dann ganz galant, vielleicht noch einmal Applaus uns allen. So, ich habe ja euch schon kennengelernt, aber wir wollen jetzt euch alle nochmal vorstellen. Also Emma, auch dich lasse ich jetzt nochmal vielleicht soweit. Ich möchte die beiden anderen nochmal vorstellen dann entsprechend. Wir haben den Max, er hat mir eben schon erzählt, was er macht. Aber Max, stell dich doch mal vor, wo hast du jetzt dein letztes Jahr verbracht? Ja, ich bin der Max und ich habe mein letztes Jahr, nicht ganz ein Jahr, erst seit Oktober verbracht in Pirmasens bei der GHG Pfalzblick. Wir gehören zum ASB und wir haben dort 3 Wohnheime und eine Tagesförderstätte, wo Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen beschäftigt werden. Okay, wir stellen mal die Runde nochmal vor. Da haben wir Cornell, herzlich willkommen. Vielleicht auch nur nochmal eine kleine Vorstellung von dir. Ja, also mein Name ist Cornell und ich habe gearbeitet in der Waldschule in Saarwellingen bis jetzt im Endeffekt, weil ja jetzt Sommerferien anfangen und wahrscheinlich habe ich jetzt nicht mehr so viel zu tun. Okay, also dieses Jahr alles ein bisschen anders und in Merlin haben wir schon kennengelernt, aber vielleicht kannst du auch nochmal dich vorstellen, wo du denn jetzt warst. Du bist ja der Einzige jetzt hier in der Runde, der beim Bundesfreiwilligendienst dabei war. Wo warst du? Ich war im Waldorf-Kindergarten Altenkessel. Sehr gut. Also ich habe ja schon gedacht, ich habe dann in der Vorbereitung Waldorf-Kindergarten, dann dachte ich, der Merlin tanzt und dann dachte ich, der wird jetzt endlich mal zeigen, wie man seinen Namen tanzt. Ich frage nochmal ganz blöd, ist es ja in jeder Runde so, macht man das in der Waldorfschule oder im Waldorf-Kindergarten oder ist das eine blöde Idee, die irgendjemand mal aufgebracht hat? Also man lernt quasi die Buchstaben, ja, in der Eurythmie, aber man tanzt nicht jeden Tag oder umarmt Bäume nicht jeden Tag in der Schule. Okay, aber wie bist du zum Ballett gekommen? Das war immer ein Hobby von dir oder wie lange machst du das schon? Ich mache es jetzt ungefähr seit 11 Jahren und ich bin zum Ballett gekommen, meine ehemaligen, also es sind immer noch meine Nachbarn, aber die haben Ballett getanzt und ich fand es immer blöd, dass die montags keine Zeit hatten zum Spielen und dann habe ich irgendwann gedacht, ich gehe mal mit und dann war ich der einzige Junge bis jetzt vor 2 Monaten, glaube ich. Mhm. Und dann, ja, habe ich gesagt, das mache ich. Jetzt hast du eben erzählt, dass du eigentlich aufhören willst damit, wenn der Ernst des Lebens jetzt aufhört. Nur, ich weiß nicht, wie es euch geht, das ganze Team hinter den Kulissen, also wir waren jetzt echt verzaubert, weil wenn ich das jetzt eben so gesehen habe, vielleicht kann ich das noch retten. Wenn du also montags jetzt was anderes in Zukunft machst, wäre eigentlich schade eigentlich drum. Gibt es da noch eine Chance, dass du es vielleicht doch weitermachst? Nee, okay. Gut, also vielleicht entwickelt sich es weiter. Bei dir war es so, dass hast du mir vorhin erzählt, dass du auch auf der Waldorfschule selbst warst, glaube ich. Oder hast du auch die Schule schon gekannt, wo du jetzt dein Jahr gemacht hast? Ja, da war ich selbst der Schule. Genau. Dann war es für dich kann man dann erklären, was das Besondere an dem Format Waldorfschule ist? Weil das wäre ja jetzt auch ganz spannend gewesen, dass du dir was ganz anderes aussuchst, dass du irgendwo das anders vielleicht kennenlernst. Aber du kanntest ja das schon, das Schulkonzept, sage ich mal. Also ich habe mich dafür einfach entschieden, weil ich selbst im Waldorf-Kindergarten war und dann auch in der Waldorf-Schule. Und ich wollte einfach mal hinter den Kulissen schauen. Okay. Und so wie es auch aussieht, ich werde jetzt ja eine Ausbildung machen, werde ich auch in staatliche Kindergärten gehen, aber so wie es aussieht, werde ich im Waldorf-Bereich arbeiten. Also du machst auch eine Ausbildung dann als Erzieher oder als was wirst du die Ausbildung machen? Ich werde die Ausbildung zum Kinderpfleger machen. Kinderpfleger, okay. Also dann hat es im Prinzip schon so eine berufsvorbereitende Wirkung dann für dich gehabt, erstmal hinter die Kulissen zu gehen. Wie war das jetzt bei dir? Du arbeitest auch mit behinderten Kindern dort in dem Kindergarten in Saarwellingen. Hast du dir das auch speziell ausgesucht? Jeder sucht sich ja das Thema aus, aber ich weiß jetzt auch gar nicht, wie es ist, ob man dann nochmal tauschen kann. Also wenn es einem ja gar nicht gefällt, macht es ja keinen Sinn, aber du hast es bewusst ausgesucht. Also ich bin gelernte Kinderpflegerin. Okay. Und habe mich auf Jobsuche begeben, habe dann keinen Job gefunden und habe deshalb das FSJ angefangen. Habe angefangen in Merzig im Mehrgenerationenhaus, das hat mir aber nicht so gut gefallen und habe dann mit meinen Seminarleitungen gesprochen und habe dann direkt Hilfe bekommen und die haben mir direkt gesagt, wenn dir das nicht gefällt, kannst du wechseln und haben mir dann auch direkt Angebote geschickt und so und
halt mich gefragt, was ich mir denn anderes vorstellen könnte und so. Und da ich ja gelernte Kinderpflegerin bin, habe ich natürlich schon im Kindergartenbereich gearbeitet und habe dann gesagt, ich würde gerne eigentlich mal was machen, was ich nicht so in meinem Berufsfeld tun kann. Und das ist die Arbeit mit Behinderten. Und bin dann in die Waldschule nach Saarwellingen gekommen und da hat es mir auch super gut gefallen. Es war eine schöne Arbeit, natürlich auch schöne Arbeitszeiten in der Schule. Und werde mich jetzt weiterbilden nach dem FSJ und mache dann die Erzieherschule weiter und werde dann auch Erzieher. Das heißt, es hat mich in meinem Berufswunsch gestärkt, sozusagen. Also bei Max dann auch die Frage, hattest du vorher schon Kontakt mit dem Thema, wo du jetzt gearbeitet hast in dem Jahr, oder wie geht es bei dir dann weiter? Ich hatte vorher gar keinen Kontakt mit dem sozialen Bereich eigentlich. Ich hatte zunächst mal eigentlich von einem Freund erfahren, dass so ein FSJ eine geeignete Wahl wäre, um ins Arbeitsleben einzusteigen, was sich auf jeden Fall auch bestätigt hat. Das ist ein ziemlich smoother Start, würde ich sagen. Also ein smoother Start sozusagen ins Berufsleben, wobei ich das jetzt ganz erstaunlich finde, weil ich habe zum Beispiel meine Zivildienstzeit gar nicht als smoother Start empfunden, weil ich fand das total extrem, wie wieder gearbeitet worden ist. Also du kommst von der Schule und dann habe ich zum Beispiel 2 Wochen am Stück gearbeitet, jeden Tag und dann mal ein Wochenende frei. Das war für mich nicht smooth, sondern ich habe irgendwie gedacht, wie halten das andere aus, die das ganze Leben so arbeiten, weil die Zeiten, von wann bis wann hast du gearbeitet? Ich arbeite auch ganz normal von 8 bis 4. Aber ich sag mal so, es ist ja so, dass man nicht direkt mit der größten Verantwortung anfängt. Ja. Und oder dass eine Ausbildung auf dem Spiel steht oder so. Deswegen ist das ein angenehmer Start. Okay. Also ich glaube, bei Emma gibt es da auch noch was zu sagen. Wie kamst du jetzt? Hast du auch eine Idee gehabt, vielleicht was ganz anderes zu machen? Es kam dieser neue Politikbereich zum Beispiel, wo du vielleicht auch gesagt hast, das wäre was. Oder war noch eine andere Idee? Oder warum gab es überhaupt die Entscheidung, dieses Jahr dann einzubauen? Weil du hättest ja vielleicht auch was anderes machen können, wie die anderen auch. Also ich wusste auf jeden Fall, dass ich nach dem Abitur nicht direkt möchte, anzufangen zu studieren oder eine Ausbildung anzufangen. Ich wusste von meiner Schwester, die hatte damals bei ihr nach dem Abi auch über einen Paritätischen ein FSJ in der Grundschule gemacht und daher wusste ich halt, was das geht, wie das geht, was man da machen kann. Habe dann mal, weil mich so Arbeit in der Schule eher weniger interessiert hat, mal im Internet geschaut und dann habe ich auf der Liste von den Einsatzstellen ein paar Ministerien entdeckt, eben auch die Staatskanzlei, und dann wusste ich, wow, dafür werde ich mich bewerben, das interessiert mich auch auf jeden Fall. Und weil mir auch wichtig war, was zu machen, nicht nur so, um es auszuprobieren, sondern weil ich wusste, das wird mir auf jeden Fall was bringen. Egal jetzt, ob positiv oder negativ, hätte ja so oder sowas gebracht. Und auf dem Weg bin ich halt zum FSJ Politik gekommen. Super, also wir wollen ja euch zu Hause auch immer mit einbinden. Ich hoffe, dass noch alle dabei sind, weil das ging mir persönlich auch so, dass man eine gewisse Zeit einfach reinschaut und dann einfach auch das Interesse verliert, weil Streaming ist immer ein bisschen strange, es ist nicht so ganz direkt, aber noch einmal die Möglichkeit für euch zu Hause, wenn ihr euch mit einem Wort beschreiben müsstet, was war das der Bundesfreiwilligendienst oder das Freiwillige Soziale Jahr für euch in einem Wort beschrieben. Also wir öffnen nochmal die Cloud-Funktion, das heißt, wir brauchen eure Interaktion zu Hause. Gebt einfach in einem Wort, was war das FSJ-Jahr oder der Bundesfreiwilligendienst in einem Wort für euch. Bitte keine Faxen machen, weil wir lesen es nachher auch alle gleich. An euch genauso die Frage. Ihr habt ja schon ein bisschen näher erklärt, aber in einem Wort jetzt beschrieben. Also ich kann schon mal eins vielleicht sagen, die Politik hat uns ja die Grußworte gegeben und ich glaube, das kann man einfach mal so als Appell an die Politik sagen. Es wäre noch wünschenswert, wenn es mehr Geld gibt, glaube ich, in Zukunft, oder? Oder? Ja, schon, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das jetzt nicht unbedingt für Geld gemacht, sondern halt, weil es für mich persönlich was gebracht hat und das heißt ja auch Freiwilligendienst, das heißt, man muss sich ja auch einfach dazu entschließen, wobei es natürlich vorteilhaft wäre für Menschen, die halt älter sind wie ich. Ich bin jetzt 20, ich wohne zu Hause, ich brauche kein großes Gehalt, aber andere Menschen würden vielleicht sowas in die Richtung gerne mal machen, aber haben einfach nicht die Möglichkeiten dazu, mit dem Geld, was wir kriegen, sich über Wasser zu halten. Ja, absolut. Ja, ich weiß, wir hatten das Vorgespräch mit dem Kompetenzteam, dass der Zivildienst im Früheren einfach noch anders bezahlt war und dass hier wirklich auf die freiwillige, fast ehrenamtliche Arbeit dann praktisch ankommt. Und ich denke, dann ist es ja für euch auch so in einem Wort beschrieben. Wie kann ich das, was würdest du sagen, ein Wort? Was war das Jahr für dich? Erfahrung sammeln, ja. Schön einfach. Schön, ja. Sehr erlebnisreich. Genau, und smooth. Oder
Ich würde sagen, einfach Orientierung. Ja, also auf jeden Fall, egal wie ihr das jetzt erlebt habt, wir sagen Dankeschön, weil du hast das ja jetzt eben so freiwillig gesagt, das kam ja aus dir heraus, dass du gesagt hast, das ist was, was man für die Gesellschaft dann auch tut, hat man ja vielleicht nicht so oft heute, dass man das auch nochmal hört und ich glaube, ihr seid alle auch so ein Vorbild, weil es gibt manche, die sehr straight dann Richtung Karriere und Geld verdienen gehen und das Orientierungsjahr ist die eine Möglichkeit für sich selber, aber auch vielleicht was zu lernen, Erfahrung zu sammeln und dann aber auch der Gesellschaft damit für die Leistung was zurückzugeben. Also vielen Dank euch und ja, ich glaube, ich weiß ja schon mehr, wir haben auch was Kleines vorbereitet. Ich glaube, jetzt gibt es die Urkunden dann auch gleich. Also, wir machen diese Urkundenübergabe, glaube ich, jetzt. Wir gucken mal auf unsere Cloud. Und tja, also Merlin, du liegst genau richtig mit deiner Einschätzung. Also ganz im Zentrum, da steht Erfahrung. Also das habt ihr zu Hause uns dann rückgemeldet. Also, das war unsere Interaktion. Und wenn ich die Interaktion jetzt sehe, dann sage ich nochmal vielen Dank für euch zu Hause, dass ihr so lange da geblieben seid. Die Urkunden, die jetzt übergeben werden, die kommen natürlich auch jetzt nicht über den Bildschirm zu euch nach Hause, sondern die werden bestmöglich irgendwie verschickt. Ich weiß es gar nicht, wie die zu euch kommen. Also, die Urkunden, die wir jetzt an euch dann stellvertretend dann übergeben, die kommen auch zu euch. Es gibt auch ein kleines Geschenk, habe ich mir sagen lassen. Das machen wir aber jetzt nicht hier live. Das werden wir uns irgendwie noch ausdenken. Das heißt, danke, dass ihr heute Nachmittag auf jeden Fall dabei wart. Danke, dass ihr zugeguckt habt und jetzt stellvertretend für euch zu Hause dann die Übergabe der Urkunden. Vielen Dank, dass ihr jetzt auch in der Runde wart. Und ja, Melanie und Tamara, jetzt sieht man euch zum ersten Mal im Bild. Ihr kommt so langsam hier rein. Ja, wollt ihr noch offiziell eine kleine Dankesrede halten oder ein paar Worte des Dankes? Sehr gerne. Ja, vielen Dank an euch da draußen, die ihr uns zugeguckt habt, aber auch einfach generell vielen Dank für euer Engagement, dass ihr euch so toll ins Zeug gelegt habt für Leute, die Unterstützung brauchen und das einfach ein Jahr lang. Wir sind sicher, es bringt euch weiter. Wir danken euch. Wir danken auch euch, ihr Lieben, dass ihr heute hier wart und uns den Tag bereichert habt. Genau, Tamara hat schon die Urkunden überreicht an alle, die jetzt von zu Hause zugucken. Ihr bekommt die in den nächsten Tagen in euren Briefkasten und auch ein kleines Präsent wird dann auch noch folgen. Ich möchte auch die Chance nutzen, oder wir uns auch nochmal hier bei dem Team zu bedanken, hinter den Kulissen, die hier ganz kurzfristig und toll alles gegeben haben, dass das so gut funktioniert hier. Danke auch nochmal an die AG Ehrung von uns, die ganz aktiv mit dabei waren und sich da richtig ins Zeug gelegt haben. Also auch nochmal euch vielen Dank. Danke an alle, die im Büro gerade die Stellung halten und die ganzen Anrufe entgegennehmen. Und auch nochmal abschließend danke an dich, dass du uns so toll durch den Tag hier begleitet hast. Das war richtig toll von dir. Ja, vielen Dank. So, ich leite dann nochmal so weit über. Wir sind noch ganz am Ende nicht. Wir haben noch was Kleines. Ich kann natürlich das Dankeschön sagen an euch. Wir haben uns vorher Gedanken gemacht, wie das Format wohl aussieht. Für uns ist es ein bisschen komisch, weil man so eine Rolle hat, die man normalerweise nicht hat. Wir sind normalerweise live auf einer Bühne und dass wir jetzt im Fernsehstudio sind wie ein Moderator. Ich kann mir das jetzt so langsam vorstellen, wie das ein Moderator im Fernsehen hat. Aber ich bin ja sehr gespannt auf die Aufnahmen, weil das war für uns alle neu, das Format. Aber ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht. Wir sagen noch einmal danke euch. Wir haben noch einen kleinen Film und dann bitte auf jeden Fall noch dranbleiben, weil es gibt noch ein Projekt, was mir am Herzen liegt, was ich euch nochmal vorstelle. Also, wir sagen danke. Wir, das Team vom Kompetenzzentrum Freiwilligendienste, möchten euch Danke sagen. Für den Zusammenhalt, den ihr auf den Seminaren und auf den Bildungstagen, aber natürlich auch in eurer Einsatzstelle gezeigt habt. Für den Spaß, den wir auf Seminaren, Bildungstagen und Einsatzstellengesprächen mit euch allen haben. Außerdem möchten wir Danke sagen für eure Zuversicht, dass ihr den Kopf nie in den Sand steckt und mit uns die unmöglichen Dinge möglich macht. Für eure Offenheit, neue Wege zu gehen und euch auf Veränderungen einzulassen, damit Neues entstehen kann. Für eure Mithilfe in den Freiwilligendiensten und unseren Projekten. Für euer Vertrauen in uns als Träger und euer Vertrauen untereinander in den Einsatzstellen.
Danke sagen möchten wir auch für die Verantwortung, die ihr täglich für euch und auch für andere übernehmt. Für eure Stärke, einen Freiwilligendienst zu leisten oder diesen zu begleiten und für euch und für andere einzustehen. Für die Energie, die ihr Tag für Tag aufs Neue aufbringt, um andere zu unterstützen. Für euren Mut, ein Jahr lang in einem unbekannten Einsatzfeld zu arbeiten und mitzuhelfen. Und für alles Neue, was ihr gemeinsam mit uns ausprobiert. Das Team möchte euch zudem Danke sagen für euer Selbstvertrauen, für die Toleranz und den Respekt, für den Optimismus und die Schnelligkeit, sowie die Chancen und das Wachstum. Ja, das war das Dankeschön von dem ganzen Team an euch zu Hause. Und wir haben uns an diesem Nachmittag ganz viele verschiedene Projekte uns erklären lassen, uns vorstellen lassen. Wir haben jetzt eben in der Runde gemerkt, dass es auch sehr viel auf Soziales ankommt. Wir hatten nur jetzt hier zwei Projekte vorgestellt, die aus dem Thema Demokratie oder Politik stattgefunden haben. Und jetzt kommt noch ein Projekt, was ich sehr, sehr spannend finde. Wir sind ja jetzt hier inmitten der Stadt in Saarbrücken. Es gibt dort viele Menschen, die am Rande von der Gesellschaft sind. Und wir lernen jetzt ein Projekt kennen von dem Matthias Luxemburger. Er hat ein freiwilliges soziales Jahr im Bruder-Konrad-Haus gemacht. Und ich bin ganz gespannt, was er uns zu berichten hat. Also Film ab, ein Referat von Matthias Luxemburger. Hallo. Ich bin Matthias Luxemburger und habe die Möglichkeit bekommen, euch heute das Bruder-Konrad-Haus vorzustellen, das wir im Rahmen unserer Seminarwoche besuchen durften. Vorab, diese Präsentation soll hauptsächlich um unsere Erfahrungen gehen und euch einen Einblick verschaffen. Deshalb verzichte ich größtenteils auf Text und zeige euch lieber Bilder. Was ist das Bruder-Konrad-Haus? Das Bruder-Konrad-Haus ist eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe. Es gehört zu dem Wohlfahrtsverband Caritas der römisch-katholischen Kirche und wurde im Jahr 1982 eröffnet. Im Mittelpunkt steht dabei die Beratung und Betreuung wohnungsloser Männer und unterstützt Menschen zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Am 11. und 13. Februar fand das Seminar nach Absprache mit Herrn Höfner, dem Leiter der Einrichtung, statt, welcher gleichzeitig unser Ansprechpartner war. Wir haben uns aus organisatorischen Gründen in zwei Gruppen aufgeteilt, weil unsere Gruppe zu groß war für die Größe der Einrichtung. Das Bruder-Konrad-Haus besteht aus zwei miteinander verbundenen Gebäuden. Der Altbau besteht hauptsächlich aus Büros und ist für die Verwaltung und Unterstützungsleistungen zuständig. Im Neubau befinden sich die Zimmer der Bewohner, der Speisesaal und der Eingang, an dem geprüft wird, wer rein und raus geht und an der die Bewohner den Schlüssel abgeben können. An den beiden Tagen konnten wir uns das Haus anschauen und einiges über die Geschichte der Organisation lernen, aber auch über die Menschen selbst, die darin wohnen. Manche von ihnen haben uns einen Einblick in ihr Leben gewährt, wofür ich sehr dankbar bin. Auf dem Bild seht ihr auch die Aktion »Zurück im Leben«, die Aufmerksamkeit auf das Thema Wohnungslosigkeit lenken soll, wodurch Vorurteile abgebaut sowie das Vertrauen in soziale Einrichtungen gestärkt werden. Das Bild soll darauf aufmerksam machen, dass hinter dem ganzen Thema Menschen stecken, die eine Geschichte haben. Deshalb wurden diese Aufkleber gedruckt mit den Namen der Menschen darauf. Während des Seminars durften wir dem Leiter sowie den Mitbewohnern unsere Fragen stellen, haben Berichte zum Haus gesehen und was sie den Menschen ermöglichen. Einer von ihnen spielte bei einer Fußballweltmeisterschaft der Obdachlosen mit. Ein anderer spielt Geige. Er ist musikalisch begabt und hat sogar in mehreren Konzerten gespielt. Als Musiker ist es jedoch nicht einfach, Geld zu verdienen. Es führt eins zum anderen. Dadurch wird einem bewusst, dass wir Klischees loslassen müssen, um uns darauf einzulassen, dass Obdachlosigkeit nicht gleich Faulheit ist. Dahinter steckt viel mehr. Am Tag vor dem Besuch haben wir für die Bewohner ein paar Spiele besorgt und Zutaten zum Backen, um den Bewohnern eine Freude zu machen. Das mit dem Spielen hat zeitlich nicht mehr funktioniert, aber vielleicht wird es in Zukunft ein weiteres Seminar stattfinden, bei dem man die Spiele dann ausprobieren kann. Während des Seminars
muss man jedoch auch bedenken, dass dort wirklich Menschen wohnen, dass eine Möglichkeit ist, Menschen zu helfen. Deshalb haben wir aus Respekt vor den Bewohnern nicht zu viele Fotos gemacht und auch, weil wir uns auf diese Erfahrung einlassen wollten und es dabei einfach gestört hatte. Mein Fazit zu diesem Seminar. Ich persönlich denke, dass wir Obdachlosigkeit nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten. Das ist ein wichtiges Thema, das jeden treffen kann. Ob durch Schicksalsschläge, der Kontakt mit den falschen Menschen, Sucht, psychische Krankheiten oder was auch immer. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und helfen. Deshalb wünsche ich jedem Menschen den Kontakt zu diesem Thema. Denn erst dadurch wird uns klar, was es wirklich bedeutet. Und jeder von uns kann helfen, ob durch ein Ehrenamt, Spenden, Unterstützung in Form von Kleidung, Essen, jede Unterstützung ist gefragt. Aber auch durch Menschen, die Mut machen, die sie nicht wie Dreck behandeln, Menschen wie uns, die offen für ein Gespräch sind. Allein, dass sie Obdachlosigkeit offen, ohne Vorurteile wieder zum Thema machen. Deshalb danke ich den Paritätischen, besonders unseren Gruppenleiterinnen, dass sie uns das möglich gemacht haben und hoffe, dass sich auch andere Gruppen an dieses Thema wagen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Matthias Luxemburger. Das war unser Besuch der Parität bei den Kolleginnen und Kollegen der Caritas. Film hat uns sehr gut gezeigt, wo die Probleme in der Gesellschaft sind. Wir haben ganz viele Themen heute Nachmittag mitbekommen, die verankert sind in der Gesellschaft, soziale Themen. In der Politik waren wir. Wir waren jetzt eben bei den Obdachlosen und den Problematiken, die damit zu tun haben. Und wir wollen noch einmal euch zu Hause fragen, ganz zum Schluss, ja, wie geht's bei euch weiter? Was hat das für euch gebracht? Aber wir haben das für euch vorbereitet, dass ihr uns vielleicht zum Schluss noch mal einmal eine Orientierung gebt. Was passiert bei euch jetzt nach dem Bundesfreiwilligendienst oder nach dem Freiwilligen Sozialen Jahr? So, also wir fragen, was macht ihr nach dem Freiwilligendienst? Ausbildung, Studium oder Rente? Oder auch, ich weiß es noch gar nicht, das ist auch nochmal eine Möglichkeit, dass wir lernen, wie es bei euch weitergeht. Ich habe eben gefragt, warum steht da denn Rente? Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, aber man hat mir eben gesagt, dass der älteste Teilnehmer des Freiwilligen Sozialen Jahres, ratet mal, wie alt er war, also Rekord 78, mit 78 Jahren war also jemand dabei, der dann seine Rente eigentlich schon lange verdient hat. So, also das ist ja wie bei so einer Auswertung bei einer Wahlsendung, nur da sind die Variationen nicht so schnell hoch und runter dann entsprechend. Und wir sagen auf jeden Fall danke, dass ihr heute Nachmittag dabei wart. Wir werden uns jetzt wahrscheinlich zusammen noch irgendwie hinsetzen, noch auf ein Glas Sprudel. Wir sind ja jetzt hier im Hofhaus mittendrin und ja, wir sitzen jetzt einmal noch zusammen. Ihr macht es euch zu Hause gemütlich. Wir sagen Dankeschön nochmal von hier aus dem Hofhaus. Und ja, fast die Hälfte geht in die Ausbildung, die andere Hälfte geht ins Studium. Ein paar gehen tatsächlich in Rente, aber ich glaube, da ist auch ein gewisser Joke-Faktor mit dabei. Und es gibt ein paar, die es noch nicht wissen, aber das lassen wir euch auch noch. Ist ja noch ein bisschen Zeit, jetzt sind Ferien. Wir sagen vielen Dank aus dem Hofhaus aus Saarbrücken. Dankeschön und tschüss von hier.